Christoph Daum nach schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren im Kreise seiner Familie in Köln verstorben. Köln war seine Heimat. Im Rhein-Energie-Stadion war er nicht nur Trainer, hat auch seine Frau Angelika das Ja-Wort gegeben. Der FC hat Christoph Daum als Herzensangelegenheit bezeichnet. Er war ein begnadeter, akribischer Trainer, ein Taktiker, ein Motivator, ein Mann mit Vision. Er bildete Spieler und Trainer aus, erzielte große Erfolge im In- und Ausland. Der erste FC Köln und der Fußball insgesamt haben Christoph Daum viel zu verdanken. Ich bitte um einen Ehrenapplaus. Thank you.
noch einmal der Hinweis an die FC-Fans auf der Südtribüne. Bitte unterlasst das Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Und sollte es Zuschauer geben, die sich dadurch beschädigt fühlen, dann dürfen wir Sie bitten, eine unserer Unfallhilfsstellen im Stadion aufzusuchen. Und natürlich auch der Hinweis an unsere Gäste aus Magdeburg, das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und vor allen Dingen auch das Schießen mit Raketen ist natürlich untersagt. Bitte unterlasst das.